Servus Leute, heute gibt es ein Raid auf Streets, da war ich mit der AKSU unterwegs, eine ja wirklich ernstzunehmende Waffe inzwischen, mit die beste 5v5 Waffe, 650er Feuerrad und echt gut zu kontrollieren. Die wurde sehr gebufft, kann ich nur empfehlen, probiert sie mal aus. Und ja, auf Streets habe ich dann Kaban getroffen und ja, war ein durchaus unterhaltsamer Raid, es ging wirklich zur Sache. Hier und da noch der ein oder andere PMC-Kill, aber ich will es euch nicht spoilern, Kaban mit der AKSU, schaut es euch an, war gut. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Ja, wegen Looten. Bei dir ist top, das freut mich zu hören. Nice. Hätte ich richtig Ammo dabei? Baba, danke für den Prime im 42. Willkommen zur Gnabo-Falle. Frage, das ist ein Primary Lesson. Servus, wie geht's? Schön, dass du so lange hier bist. Seitdem es Streets gibt, boykottierst du die Map. Ist die beste Tag auf Map. Mach doch nicht diesen. Herr Dev, danke. Streets ist die beste Map. Wieso boykottieren? Einmal getroffen. Jetzt raubt er da, seid ernst. Oha. Er war überzeugt, ich schieße von hinten. Irgendwie hier, es ruckelt ein bisschen, ne? Irgendwas. Was zuckt dir gerade so? Das hier. Die Waffe. Er hat richtig die Robbe gemacht, ja. Vom Allerfeinsten. Welche Waffe? AKSU. Chainsaw Man, Dankeschön für den Prime im 10. Willkommen zum Gnabo-Falle. Danke, dass du Prime lässt. Und willkommen zur Gnabo-Falle. Wie geht's? Servus. Sieht so anders aus. Ja, da ist halt der Handguard drüber. Deswegen. Wo ist der, auf den der schießt? What the fuck? Bauer, danke fürs Umwandeln von einem Prime auf ein Tier 1. Danke für den Support. Danke für den Beitrag zu Partner Plus. Auf wen schießt der? Oh, dankeschön für den doppelten Sub. Weiß ich wirklich zu schätzen. Und den Beitrag zum Partner Plus Grind. Und dass du mir erst den Prime da lässt. Ich bin verwirrt, Leute. Ich sag's euch.
Okay. Ja, ich. Also wenn er hinterm Truck ist, Alucard, dann ist er ziemlich, hat er ziemliches Sitzfleisch dafür, dass da die ganze Zeit der Granatwerfer hinhaut, ne? Oder er ist im Truck, ich weiß nicht. Ich habe eigentlich gedacht, dass da jetzt jeden Moment irgendwo einer rauskommt, und ich den abknallen kann. Bisschen wild. Okay, ich gehe davon aus, dass Kaban da ist. Das heißt, wir gehen zu Kaban. Noch Scavs da. Vielleicht schießen die auf Scavs? Nee. Man ist mal auch anders. Die von der anderen Seite zu kommen, ist es sonst zu gefährlich. Von meiner Seite jetzt zu gehen. Halt, hier ist ein Krankenwagen. Bang, bang, ey, was ist da los? Spieler. Alright. Irgendwie war der Sound hier gerade buggt. Hey, Shira. Ey, die Waffe ist krass, Mann. Hört er mich nicht kommen, wenn ich da unten von der Treppe irgendwie nicht. Das ist ein bisschen buggy. Ich wusste doch, da ist noch einer gefrozen, ey. Ja, der erste, ich weiß an der Stelle, deswegen gehe ich auch die Treppe hoch. Wenn da jemand von unten kommt, dann hört man ihn erst, wenn er die Treppe oben ist. Deswegen hat er gar nichts gerafft. Kann er gar nichts dafür, sondern ich hab's halt gewusst.
So, wir machen jetzt hier mal einen schnellen. Dass hier noch irgendwo einer hockt. Das war nicht. Na gut, dass er bloß eine Eda hat, ne? Mann und Kaban dann gleich auch noch. Der gute Loot hier. Da kann man auch schlecht liegen lassen, ne? Hier nicht. Oh mein Gott. Sagen wir mal so, er hätte so oder so keine Chance gehabt. Hey. Halt, wir müssen noch ein bisschen Ammo machen, ne? Das ist das Problem hier. Ja, 36. Weil wenn Kaban, na gut, da leben nicht mehr alle Wachen. Das reicht, komm. Kaban überhaupt da war, ich weiß nicht. Kann auch ein Player gewesen sein mit dem Granatwerfer, ne? Theoretisch. Sollte schon laggen, ja. Ich achte nie drauf. Schoxy. Keine Ahnung. Oh, hier ist auch ein Krankenwagen. Moment, da ist einer. Weiß nicht, wo das scheiß Ding hier spawnen kann, ey. So, das Telefon, ja. Ich weiß nicht, ob das an dem Krankenwagen oder an welchem es überhaupt spawnen kann. Ich muss da nochmal schauen. Aber wir schauen uns erstmal, ob Kaban da ist. Oh oh. Lauf, lauf, lauf. Der Spieler da hinten. Alright. Was ist denn hier los? Danke, 60er Mac an der Stelle.
Weiß nicht, ob das Carbon Guards sind oder. Was bewegt sich hier? Ah, das ist oben am Dach der gewesen, ne? Ich denke, Carbon ist da. Hinten war Carbon Guard. What the fuck ist denn los hier? Oh boy, ey. Wo kommt ihr alle her? Hundert pro Carbon Guards. Puh. Wie viele Escapes habe ich jetzt hier? So in etwa 27? Der hat 8 Guards. Das letzte Mal habe ich 8 Guards fertig gemacht, als ich ihn das letzte Mal gekillt habe. Alter. Ist aber lächerlich, was hier los ist. Oh oh. Ich hab das Gefühl, es ist er. Oh nein. Holy fuck, ey. Holy fuck. Was ist hier los? Ich habe noch keinen Gegentreffer bekommen, Knochenreste. Alles easy. Wo. Bin Fels. Lauschlo, danke für die 400. Danke fürs wo. Ey, die AKSU regelt, ne? Vom Allerfeinsten. So. Die Waffel. Ah, du schießt auf mich? Jetzt.
Scheiß, ey. David, danke für den Tieren zum 39. Willkommen zur Grabo-Falle. Danke für den Support. Moin, wie geht's? Und danke für den Beitrag zum Partner Plus Grind. Nee, es war mein drittes oder viertes Date mit Kaba. Sieht man, ich habe Routine, oder? So, wir übertreiben jetzt aber nicht, weil das wird jetzt hier. Also, ich kann jetzt nicht alle Wachen looten. Das wird hier nämlich ziemlich schnell. Ziemlich. Scaff-lastig. Ja, den Masker hin nehmen wir noch mit, ne? Wir gehen. Auf geht's. Ah ja, wie viel Scaffs ich hier getötet habe, ne? Halt, Moment, hier könnte noch was Gutes drin sein, ne? Perforotan. Die Scaffs freuen sich, ja. Ein Herz für Scaffs. Ah, die AKSU, ich sag's euch, Leute. Bombastisches Ding. Keine Ahnung. Richtig geil. Macht richtig Bock, kann ich bloß empfehlen. Die hält halt so still beim Sprayen. BS und BT. Also in den 60ern hatte ich BS drin und jetzt in den 30ern war halt BT drin. Aber BT geht auch gut. BT geht auch wirklich gut. Halt, hier ist nochmal ein Krankenwagen, ne? Kann dieses Teil hier sein? Es gibt so viele Krankenwagen auf dieser Map, ne? BS ist besser natürlich. Aber BT ist halt auch. BT ist so die Standard-Ammo für 5v5. Mit 41 Pen. Ich habe zum Beispiel Kaban habe ich mit BT erschossen. Auch wenn da ein bisschen, ne? Ich glaube, der über den Zaun springen wollte, war auch nochmal ein Player. Ich suche dieses Handy für die Krankenwagen-Quest. Ambulance again. Na gut, Leute. Ich hätte gesagt, oh, hallo YouTube, oder? Brauchbarer Raid. Let's go. Hallo YouTube. Verewigt euch. Mal schauen, wie viel XP das war. Wie viele Scav-Kills. Das heißt, zu BP ist auch okay. BT ist natürlich besser und BS ist noch besser. Macht mal hallo YouTube im Chat. 25.000 XP. Und noch ein paar PMC-Kills. Leider keine PKP für die Daily, für die Ding. So. Na komm. Mach nicht ewig den Ladescreen. Ja, 25.000, was sag ich? Alter. So, 1, Boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Guards, 4 PMCs. Und noch einige Scaffs. War echt viel los.